Bam, 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 bam. Jetzt geht's auf. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles im hohen Norden. Ja, eigentlich wollt ihr nach New Asgard, aber wir werden uns mal Richtung Westen bewegen, in das Dungeon vom King. Und uns das Artefakt da drin holen. Und auf dem Rückweg vielleicht da einen Berserker mit nach Hause nehmen. Dann das noch abklappern vielleicht, um das für den Schmied zu holen. Da noch schnell vorbeischauen auf dem Weg dahin. Genau, das ist jetzt einmal der Plan für die nächsten Tage, oder je nachdem, wie schnell wir vorwärts kommen. Den nehmen wir mit. Alles, was wir können, dass die aufsteigen. Nehmen wir dich mit. Und natürlich an Erwin. Erwin ist sowieso am Start. So wie der Tugra ist natürlich auch am Start. Und unser Kämpfer 3, den nehmen wir auch mit. Da liegt wieder da die Sau. Die sind da recht häufig da. Aber wie es ja schon geheißen hat, der Zaun tut das, was er soll, da hält die Schweine drin. Ach, Wildschwein. Naja. So, dann machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg. Darüber das da erkunden. Da ist, glaube ich, irgendwas zum Lernen, wenn ich mich noch recht entsinne. Und dann schauen wir mal weiter, wie es dann weitergeht. Bei mir ist halt Montag, der 21.8. Noch am 23. geht dann die Reise los nach Köln. 7 Stunden Zugfahrt. Ich freue mich. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Am 24. dann der erste Tag auf der Gamescom. Am 25. der zweite Tag auf der Gamescom. Wer hier und da mal vielleicht ein Foto oder ein Video hochladen oder Gamescom. Ob es da was Gescheites zum Sehen gibt. Bin einmal gespannt, was da so es gibt. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Mit Bilder und Videos. Dann werden wir schon irgendwas ein Foto, die Jungs und ich. Ach ja. Na. Dann haben wir schon. Da genau. Jetzt nehmen wir aber noch keine Gefangene, ja. Jetzt mal schmeißen wir auf den Weg da rüber. Auf dem Rückweg können wir dann Leute mit nach Hause nehmen. Bist doch Bogenschütze, schießt doch hoch, ja. Jetzt kein Weg auf zu dem, gell? Irgendwie eine Frechheit. So hochkrabbeln. Dass mir der die ganze Zeit beschießt da oben, der Junge. Mann. Blaues Färbemittel. Ein Stück kann man fast der Rüstung einfärben. Ich glaube, ich komme jetzt wieder oben unfallfrei. Fertig gar nicht. Ah, innen. Jungs. Beiseite. Das funktioniert wieder super. Ja, bin fort jetzt mit euch. Burschen! Na toll. Jetzt hänge ich da total fest, meine Herren. Und dann nicht einmal die doofe Mod funktioniert, das ist ja zum Dorf. Mäuse melken ist das. Na endlich. Kommt sie mal her da. Das ist jetzt echt an jedem einzelnen Song. Das kann ich da nicht einstellen.
schwere Rüstungen. Schwere Rüstungen auch. Das passt. Wenn ich ein Lieder dabei hätte zum Reparieren. Du willst doch nicht extra noch einen Kerber bauen. Nein, lasst mich raus. Hochkraxeln. Na, vielleicht auch rückwärts. Vielleicht ein Lieder dabei. Ich weiß schon, soll man alles mitnehmen, aber ich kann nicht so viel tragen, dann muss ich ja ständig zurücklaufen. Nix. Irgendwo da haben wir noch, glaube ich, Mochis oder Oats. I will drink your blood. Wann ist da die Blumst, oder? Nein. Und schmeißen sie nochmal. Lieder. Oh, Silber. Ich habe auf jeden Fall mit für die Schatzkammer. Die Lieder. Geisterstur. Weil die kann man wohl nicht rein, die so viel weiß. Ich weiß nicht, ob es da extra noch was gibt, wenn man da rein kann. Sehr, sehr langsam. Nee. Verschwendung. Verschwendung. Ich dachte, dass da irgendwo Emotes gibt. Vielleicht auf dem Dunkeln. Ich bin da schon mal hochgerappelt. Weißt du? Scheitern geschossen, Junge. Dabei. Ja, hier, den nehmen wir mal mit. Und zwar nehmen wir uns mal die Dolche mit. Gar nichts. Naja. Sehr Mist. Das ist jetzt aber nicht. Kann man noch einmal schnell raufhören. Da muss man echt hochkrabbeln. Ich weiß nicht, ob man Ausdauer ausgelangt. Gerade vielleicht Kletterklamotten, dann ging es vielleicht leichter. Das sagt ihr mir auf Filmes. Das ist schon ganz ich habe vielleicht mal unterwegs irgendwo Wetterausrüstung. Schauen wir doch mal auf die Türme auf. Die wäre durchsucht, oder? Springdrüse.
Also landschaftlich gefällt mir der Norden am besten. Oder Biome. Das ist ja so trist, aber da haben wir jetzt gebaut. Da bleiben wir jetzt auch. Dschungel ist mir zu bewachsen. Der Norden ist genau richtig. Wo war doch der Weltboss? War der nicht da oben? Da oben? War da nicht auch ein Boss? Schauen wir schnell vorbei. Der knurrt mich an. Der selbst geknurrt hat, aber nein. Kann mehr täuschen. Werter Reisender, ich bin Ragnis, der von Männern wie Frauen gleichermaßen bewunderte Herr der Gerechtigkeit und Sammler von Schädeln. Ach, könnte dies doch nur meine neue Heimat sein, aber leider ist die Präsenz an diesem Ort von meiner Klinge gefeit. Obschon dieser Kreis aus Schwertern meine innere Essenz anspricht, ist er von den Geistern der Toten befleckt. Ich fürchte sie nicht. Doch ihr nächtliches Schreien rauben mir den Schlaf. Also habe ich beschlossen, nach Südwesten weiterzusehen. Für den Ruhm für mich. Folgt mir, dann werden wir eines Tages den Göttern selbst die Stirn bieten. Selbst Seth und Mitra werden sie vor uns verneigen. Ja, oder so. Zirkel der Schwerter. Das ist ein bisschen dunkel. Ah, haben wir eine Fackel in die Hand. Fackel dabei. So bescheuert. Ich weiß schon, die Nacht dauert nicht lang bei mir, aber trotzdem ist es für euch natürlich absolut blöd. Und für mich auch, wenn ich ehrlich bin. Gar nichts. Gar ein Ast. Kleiner Ast. Ist ja klar, dass da keiner auszeichnet. Haben wir gleich eine große. Jetzt zwei. Haben wir eine auf Reserve. Ja, stimmt, das war ja er. Oh mein Gott. Lauf, Junge. Jungs, der muss schon schaffen. Muss ich wieder nicht. Ich vollpunks. Jetzt sterben meine Männer da. Weil ich da. Kämpf, Männer, kämpf! Lass mal Ruhe, du doofe Sau. Das ist ein Heiltrank, tun wir anstatt damit eine zu mischen da. Ich komme. Nein. War ja wieder klar. So, jetzt wieder stirb. Zu übermütig. Ich hab bloß nicht gewusst, dass da ein Boss ist. Aber welcher auch jetzt nicht mehr gut. So ist das gleich ein Wurzelset.
Das ist ja fast so schlimm wie der Storkönig da. Die Begleiter habe ich verloren. Aber jetzt war er wahrscheinlich schon 3 Meter hoch, wenn der Typ. Egal. Nicht lang jammern. Da stehen 3 auf jeden Fall noch. Und 3 noch auf jeden Fall im Leben. Ja, klar. Auf, Junge! Verblute! Jetzt wickelt es, ich muss mich heilen. Geh näher. Vielleicht auch schwere Rüstung anziehen sollen. Die kämpfen nur da oben. Jungs, mir so irgendwas gehört. Kein Balken mehr vorhin. Jetzt weiß ich nicht, ob die noch leben oder nicht. Boah, glaub ich, hab's aber geholfen. Boah, ich hab's so fertig gemacht. Oh, ihr seid die Besten. Und das Leben noch alles, wie es ausschaut. Ah. Also, das Siegerfoto. Wo ich nichts damit zu tun gehabt habe. Jungs, ihr seid die geilsten. Also, das ist ganz schön verprügelt worden da. Armer Bogenschütze. Mach mal den Hund einmal. Schau. Hab ich dir vermöbelt? Da liegt er. Am Abend ist der Kadaver ewig da. Auf der Map verzeichnet. Leck der Schande entfernen. Hey. So. Der Fluch von Kosatralkehl. Gezähnte, sichelförmige Klinge, der Yue Zhu, Gesundheit schon 60, Rüstung 9, Durchdringung, legendär für Krüppeln, Waffe, Stärke, Bonus. Einhand oder Zweihand, das ist die Frage. Eine Einhand. Naja, aber sichelförmig ist die nicht. So ist es aber nicht sichelförmig. Die hat 60. Die hat 60, also wir haben beide 60. Deckenbonus. Ernst. Dann. Du hast da schon so einen legendären Knüppel. Du hast die da. Kriegst du die da. Genau. Kriegst dabei einmal raus. Wir kommen dabei wieder runter. Und das packen wir jetzt auch nicht. Wissen. Ja, hab mich der wieder verprügelt. Jetzt hör mich vielleicht von da entfernen, bevor der wieder spawnt. Jetzt da nicht noch irgendwo im Mond? Irgendwas war doch da nur zum Lesen, hätte ich gemeint. Sie fix. Mein Hirn ist einfach wie ein Nullsen. Kann man nichts mehr merken. Da war noch was gewesen.
Aber echt Glück, dass die Uli 4 überlebt haben. Alter Schwede. Ich hätte schon wieder gestungen, wenn da einer von denen gestorben war. Also ich würde eigentlich nur die Wissenspunkte verteilen. Fleischermeister, dann haben wir die Werkzeuge alle schon auf dem Niveau. Lagerungskessel, Mixschnackter. Dann mal Stärke, warten wir noch Stärke, oder machen wir ein bisschen mehr Schaden. Mehr als sie hoch machen wahrscheinlich. Das ist wieder rechts. Gut, ich sage wieder danke fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein. Like und Kommentar, da hat mich sehr gefreut. Ein Abo natürlich auch. Und dann Pferde auf Rückweg. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Also, bis dann. Servus.